Heute gibt es einige News von der Oneworld, unter anderem British Airways ändert wieder die Bedingungen und zwar nach unten für den Status, aber nicht bei allen. Dann die S7 hat sich aus der Oneworld hoffentlich temporär nur verabschiedet. Es gibt bei der British Airways auch Punkte, wenn man transferiert von Hotelprogramm zum Beispiel, mehr, ja. Und dann hat das Bundesinnenministerium aus dem Land Niedersachsen einen Vorstoß bekommen, dass jetzt die Dokumente bei jeder Flugreise kontrolliert werden müssen. Und was ein Highlight auch ist, vielleicht haben einige von euch es gemerkt, als sie mit einem 319er der Lufthansa geflogen sind und es sah innen drin irgendwie nach Österreich aus. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch in der heutigen Folge aus Orange County in Kalifornien. Natürlich wie immer der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, bringt uns einen Kommentar unten oder zwei oder drei oder je nachdem. Und was ganz, ganz wichtig ist in meinen Augen, ist es, dass ihr, ja, ein Like da lasst, damit wir dem Algorithmus zeigen können, dass wir wichtig sind. Lufthansa hat ja 319er aus Österreich übernommen, weil die Österreicher die 319er komplett ausgeflottet haben. Die Maschinen sind von außen als Lufthansa-Maschinen nur noch zu erkennen. Man weiß es, wenn man die Kennung der Maschine sich anguckt. Und zwar sind sie mittlerweile auf Deutschland umregistriert worden. Das ist die Delta Alpha India Bravo Kilo bis Delta Alpha India Bravo Quebec. Der Lufthansa-Konzern hat ja sehr stark darauf geachtet, dass man Flugzeuge im Konzern hin und her schieben kann, dass einheitlich das Ganze ist. Man sieht es ja auch am Farbenkleid. Man hat außen im Prinzip alle Flugzeuge mit dem sogenannten Eurowhite gemacht. Aber dann gibt es halt je nachdem, ob es eine Austrian, eine Swiss oder halt die Lufthansa ist oder Brussels, einen Streifen oder aber auch andere Accessoires innen drin. Das heißt also, man hat dieselben NEK, also die neue Europakabine, die mittlerweile auch alt ist, drin und hat da dann die Akzente je nach Marke gesetzt. Dadurch, dass aber die Austrian die A319er abgestoßen hat an die deutsche Cityline, hat man da jetzt ein schnell Quick and Dirty gemacht, hat also einfach die Lackierung geändert, aber innen die Sitze sehen noch aus wie Österreich. Man sieht es zum Beispiel an diesen roten Nähten. Einzig allein, was man geändert hat, das geht ja ganz einfach mit dem Klettverschluss oben, diese Headrest-Cover, da sind Lufthansa-Logos drauf und wenn man halt in der Business Class fliegt, steht da natürlich, wenn man das Ganze umdreht, dass man da mehr Freizeit oder Freiheit hat. Ihr Freiraum, glaube ich, ist das Ganze, was da steht. Ich finde das persönlich mit dem etwas mehr Rot in der Maschine, auch der Teppich ist ja rot, ist jetzt okay. Ich weiß nicht, ist das für euch ein Problem oder sagt ihr, da hätten sie doch nochmal die Sitzbezüge ändern sollen, den Teppich rein, raus, rum, rauf. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde, dass wenn man Geld spart, dann ist das in meinen Augen immer gut. Kommentiert unten, ob ihr vielleicht mit dem Flugzeug schon geflogen seid. Also es sind ja Flugzeuge. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, oder? Sind 7 Stück, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig gerechnet habe. Wenn die da keine dazwischen gehabt haben, die sie ausgelassen haben. Also 7 Stück, da habt ihr die Möglichkeit, 319er zu fliegen. Dann gab es einen Vorstoß von Niedersachsen. Dass Niedersachsen progressiv ist, haben wir alle verstanden. Man will jetzt auch die Pässe kontrollieren, aber den Grund fand ich doch äußerst spannend wieder. Und zwar, man hat gesagt, und da zitiere ich, mit dem Abgleich ist ein Mehrwert an Sicherheit in Bezug auf die Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität zu erwarten. Ja, also gerade im Bereich von Schengen-Flügen gibt es da ja Unterschiede. In Spanien, glaube ich, werde ich kontrolliert, Italien bin ich kontrolliert worden, in Finnland bin ich am Gate je nach Ziel kontrolliert worden, in Deutschland bin ich eigentlich nie kontrolliert worden. Deshalb finde ich das alles spannend. Wenn kontrolliert wird, gibt es in einigen Ländern keine Vorschrift, aber Fluggesellschaften machen das. Warum? Ganz einfach, weil es Spezialisten gibt, die andere Leute fliegen lassen, um den Status zu erfliegen. Ja, ganz genau, sowas soll es geben. Also insofern ist das ein Vorstoß, um die Sicherheit zu erhöhen und zu wissen, wer im Flugzeug ist. Oder ist das etwas, wo ihr sagt, da fühle ich mich gegängelt? Ich persönlich
mir ist doch wurscht, ob ich meinen Ausweis zeige. Man sollte es halt noch relativ einheitlich machen, weil was mir auffällt, gerade an Gates, in Belgien ist das übrigens gewesen, von Belgien nach Helsinki bin ich geflogen, da war ich am Gate, hatte meinen Ausweis in der Hand, habe den gezeigt und hinter mir die Schlange, mussten erstmal die Ausweise rauszerren und da passierte lange Zeit nichts beim Boarding. Also insofern finde ich das problematisch, wenn es keine einheitlichen Regelungen gibt, finde ich aber ganz okay. Ob man jetzt damit den Terrorismus bekämpft oder die Meilenvergabe bekämpft an falsche Leute, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so tippitoppi wichtig ist. Aber am Ende des Tages können die Leute ja auch auf dem Landweg einreisen, ne? Sage ich jetzt mal so, oder? Auch hier wieder euer Kommentar gefragt, was ihr dazu denkt. Einfach unten schreiben, schreiben, schreiben. Ja, jetzt ist es passiert. Die S7 Airline hat jetzt die Star Alliance, Oneworld, natürlich eine Oneworld Airline, die Oneworld temporär verlassen. Nicht, weil sie in die Star Alliance will, so ist das gewesen, richtig, was ich sagen wollte. Sondern es ist halt so, dass man aufgrund der Sanktionen mit Russland die S7 in der Oneworld gar nicht mehr halten durfte. Und man sagt ganz einfach, dass diese Mitgliedschaft suspendiert worden ist. Also es ist jetzt etwas, was wirklich einen temporären Charakter hat. Und das Zitat davon ist, weil es diese Restriktionen auf internationalen Flügen gibt und die Business-Kooperationen zwischen russischen und der Oneworld limitiert worden ist, muss man in diesen Umständen die S7 Airline, man hat das zusammen besprochen, da leider suspendieren. Und das ist gestartet am 19. April, also gestern, also ganz, ganz frisch. Und man kann natürlich immer noch die bilateralen Sachen nutzen, aber wenn man mit der Oneworld Benefits in Russland fliegt, bei S7 gibt es die nicht und wer eine S7-Karte in Europa hat, das auch nicht. Also es gibt ja viele, die von Air Berlin damals zu S7 gegangen sind, zumindest sind, also für mich waren es viele, ich fand es übermäßig viele, die das gemacht haben. Ich kann mich an 12 Leute erinnern, so 10, 12 Leute, die das gemacht haben. Das fand ich halt überproportional zu den Leuten, die ich bei Air Berlin kannte. Und ihr könnt ja schreiben, seid ihr davon betroffen, habt ihr einen S7-Status, ist das etwas, was euch jetzt schmerzt oder ist das etwas, wo ihr sagt, naja, so what, I don't care. Eine andere Sache ist 25% mehr Meilen bei British Airways. Vielleicht ist das eine Alternative für euch, wenn ihr bei S7 nicht mehr sammeln könnt, dass es zu British Airways geht. Da gibt es 25% mehr Meilen für den Executive Club, wenn man von Hotelprogrammen drüber transferiert. Und zwar bis zum 25. April gibt es von der Marriott Bonvoy, von der IHG, von World of Hyatt, Radisson Rewards und Radisson Rewards America 25% mehr Meilen bei der Umwandlung. Ich persönlich bin kein großer Freund von der Umwandlung von Hotelmeilen in Flugmeilen, weil ich glaube, dass man bei den Hotels wesentlich mehr Bang for the Buck bekommt, gerade wenn man solche Meilen wie Hyatt-Meilen hat, die relativ schwierig zu bekommen sind in meinen Augen, weil es da für uns in Europa keine Kreditkarte gibt oder irgendwas. Bei IHG gibt es zwar auch keine Kreditkarte, aber IHG ist ja jetzt einfach ein Programm, wo man die Meilen hinterhergeschmissen kriegt. Ist das für euch eventuell ein Use Case? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, hey, das ist toll, das ist geil? Oder sagt ihr, nee, das so ein Quatsch machen wir nicht? Ich weiß es nicht. Also ich persönlich werde es nicht machen. Abgesehen davon, bei British Airways ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich da auch wirklich viel sammle. Ich bin ja komplett auf Finnair geschwenkt. Aber auch hier wieder kommentieren. Dann gab es von British Airways noch eine News, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und diese News ist in meinen Augen auch äußerst interessant, weil es zeigt ja auch etwas aus der Branche. Und zwar, British Airways hat eine E-Mail verschickt gestern, dass man die Meilen oder die Tierpoints, wie das bei British Airways heißt, ja schon reduziert hat dieses Jahr, um einen Status zu bekommen. Aber man möchte den Silberstatus und den Goldstatus nicht nur mit diesen 25% um die Erneuerung zu geben, sondern man geht noch einen Schritt weiter. Man gibt jetzt zeitweise 50% mehr, um die Tierpoints zu bekommen. Das heißt also, man kann nochmal ein totales, also ein Maximum von 300 Tierpoints bekommen, wenn man den Silberstatus haben möchte. Und damit wird er halt wirklich automatisiert erneuert.
Und auch der Tierpoint Tracker, der zwar immer noch die 450 anzeigt, soll geändert werden. Also da könnt ihr auch jetzt schneller den Status bekommen. Und da geht es, soweit ich das verstanden habe, wirklich nur um den Silberstatus. Ist das etwas, wo ihr sagt, da muss die Lufthansa auch mitschwenken und sagen, ja, die 50% bis 30.06., das ist ein bisschen wenig, macht ein bisschen mehr. Oder, also die Meilenaufschlag 100% mehr, ne? Um das ganz genau zu formulieren. Oder ist das etwas, wo ihr sagt, so what, British Airways, I don't care. Also ich weiß es nicht. Mir persönlich zeigt es einfach nur auf, dass die Fluggesellschaften leider immer noch was tun müssen, weil halt der Flugverkehr gerade in dem Business-Kundenbereich immer noch nicht dahin zurückgekehrt ist, wo er war, bevor er 2019 zum Erliegen kam. Also insofern auch hier wieder danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff, auch wieder aus dem sonnigen Kalifornien. Und wir haben hier jetzt 8.20 Uhr, ja, 8.20 Uhr am Morgen. Die Sonne ist schön aufgegangen, leider ein bisschen bewölkt. Aber denkt dran, abonnieren, Like, Kommentar und Glocke an. So war es richtig. Und ich mache mich dann jetzt auf den Weg, vielleicht noch ein bisschen Frischluft zu tanken, bevor ich heute nach Stockholm und dann weiter nach Helsinki fliege mit der Finnair. Schauen wir mal, vielleicht ist die Maskenpflicht auch da vorbei. Also, bis dann, danke, ciao.